Diverse Probleme in der Ukraine, Misserfolge seitens der Ukraine. Das kann man natürlich aber auch auf der russischen Seite so sehen. Lass uns noch mal vertieft schauen auf die Entwicklungen an der Front. Was tut sich da? Ja, es ist für alle sichtbar, dass die Ukraine zurzeit tatsächlich an den meisten Frontabschnitten in der Defensive ist. Man kann jetzt aber auf keinen Fall sagen, dass die Ukraine den Krieg verloren hat oder im Begriff ist, diesen Krieg morgen zu verlieren. Alles steht und fällt mit der westlichen Unterstützung. Das ist das A und O, dass da weiter Geld kommt, dass Waffen kommen, dass Geheimdienstinformationen kommen. Solange das läuft, können die Ukrainer dagegen halten. Und das tun sie auch im Osten des Kriegsgebietes. Sie stemmen sich gegen die russischen Angriffe, die zurzeit vor allem im Bereich der Provinz Donetsk stattfinden. Bei Bachmut, bei Avdiivka, bei Marinka ist der Druck der Russen kolossal. Aber die Ukrainer ziehen dort immer größere Kontingente zusammen, um einen Durchbruch der russischen Streitkräfte zu verhindern. Noch gelingt ihnen das. Aber man kann es nicht oft genug sagen, wenn aus dem Westen nichts mehr kommt, hat die Ukraine gegen die russische Militärstreitmacht überhaupt keine Chance. Das heißt, die Hilfe ist lebensnotwendig für die Ukraine. Noch ist sie da, das sieht man auch in Russland. Und die große Frage ist eben, wie lange sie noch kommen wird. Christoph, danke schön für diese Einordnung. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.